Fitness mit Marc, Folge 464. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er hat eine Flatrate für die Waschstraße. Marc Maslow. Angenommen, du gehst ins Training und fühlst Schmerzen. Solltest du durch den Schmerz durchtrainieren oder es besser lassen? Die Antwort bekommst du in dieser Folge. Werbepartner dieser Folge ist Koro. Bei Lebensmitteln achte ich auf drei Dinge. Punkt Nummer eins ganz vorne, gute Qualität. Punkt Nummer zwei, Einfachheit beim Einkaufen. Und Nummer drei, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Koro bietet alles drei. Du bekommst dort online ein gutes Sortiment von Lebensmitteln, die du dir ganz einfach nach Hause bestellen kannst. Und das Ganze auch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade wenn du, so wie ich, gerne größere Mengen bestellst. Ich bin da eher so wie bei L'Oreal, Papa and the Porters, derjenige, der immer gleich ganz viel bestellt, damit ich dann nicht so häufig nachbestellen muss. Eins meiner Lieblingsprodukte bei Koro sind die Ingwer-Shots. Im Gegensatz zu anderen Produkten ist hier kein Zucker drin, sondern einfach nur Ingwer pur. Am besten schmecken die Shots, finde ich, wenn du sie mit Mineralwasser verdünnst und noch etwas für den Geschmack dazugibst, zum Beispiel den großartigen Bio-Sencha-Tee aus Japan. Auch den gibt's bei Koro. Klick dich durch das Sortiment durch bei korodrogerie.de. Und mit dem Code FMM wie Fitness mit Marc bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Die Adresse ist korodrogerie.de. Ja, wie ist es, wenn du ins Krafttraining reingehst und dabei Schmerzen fühlst? Wie gehst du damit um? Nun, wir leben in einer Welt, in der bestimmte Dinge unvermeidlich sind. Am Mittelmeer sind die Sommer richtig heiß. Wenn du hoch nach Skandinavien gehst, dann sind die Winter da bitterkalt. Ja, und wenn du in die sozialen Medien gehst, auf TikTok oder Instagram, dann siehst du dort eine Menge dummer Challenges. Eine Challenge, vielleicht hast du es mitgekriegt, die vor einigen Jahren richtig viral ging, ist die Milk Crate Challenge. Dabei versuchen alle, die da mitmachen, eine Pyramide aus Milchkästen aufzubauen und dann hochzuklettern, bis sie oben auf der Spitze angekommen sind. Ja, das schaffen nicht alle. Viele stürzen dann und Ärzte mussten bereits eine Reihe von unnötigen Verletzungen in Zusammenhang mit dieser Challenge behandeln. Schulterverrenkung, Kreuzbandrisse, gebrochene Handgelenke und Rückenverletzung. Ziemlich uncool. Tja, und wenn du aktiv bist, wenn du ins Training gehst, dann ist es früher oder später auch der Fall, dass es auch mal Zipperlein gibt. Ich behaupte sogar, wer trainiert, der kann es fast nicht vermeiden. Egal, ob du jetzt auf die Laufstrecke gehst oder an die Gewichte gehst, dass du vielleicht hier oder da mal eine Situation hast, die ein bisschen wehtut. Gut, jetzt könnte es natürlich sein, dass du gerade zuhörst und du bist Wolverine und dann würde dir das natürlich nicht passieren. Aber alle anderen von uns, die keine Superhelden sind, da kommt es schon mal vor. Und ich kenne das selbst aus meinem Training. Die Frage ist, wann solltest du trainieren, wann solltest du lieber aufhören oder was an deinem Training modifizieren? Beispiele aus dem Krafttraining, vielleicht kennst du sowas Ähnliches. Angenommen, du hast eine richtig intensive Kniebeuge gemacht, eine Session, bei der du richtig viel Beine trainiert hast und ja, deine Knie fühlen sich danach ein bisschen komisch an oder beim nächsten Training merkst du es noch. Oder du hast wochenlang Fokus auf Brusttraining gesetzt, hast viel Bankdrücken trainiert, ja, und jetzt sind deine Schultern sauer. Ein anderes Beispiel sind vielleicht OPs. Angenommen, du hättest eine OP gehabt, dadurch dann eine Trainingspause einlegen müssen und irgendwann kommst du in den Reha-Prozess. Ja, und gerade in der Reha, da merkt man dann, was eine schmerzhafte Erfahrung sein kann und dass das Ganze ungefähr so viel Spaß macht, wie auf einem Kaktus zu sitzen. Lass es uns auf den Punkt bringen, Schmerzen sind niemals geil. Die Frage ist also, solltest du trotz Schmerzen trainieren, wenn du sie hast? Und die Antwort lautet, wie so häufig, ja, es kommt drauf an. Wenn du ein Messer in deiner Wade stecken hast, dann definitiv nein. Dann gehörst du in die Notaufnahme. Scherz beiseite, wir reden über die gängigen kleineren Zipperlein nach einem
intensivem Training. Es kann auch mal vorkommen, dass du vielleicht eine Übung nicht ganz sauber gemacht hast und dann merkst du ein Gelenk danach. Und wenn du mich in solchen Fällen fragst, Marc, darf ich jetzt noch trainieren oder sollte ich pausieren? Dann ist meine Antwort ein ziemlich deutliches Ja, du darfst ins Training reingehen. Du darfst dabei aber gleichzeitig ein paar Dinge beachten. Der Gedanke ist nämlich folgender. Wenn du möchtest, dass sich was an deinem Körper ändert und das betrifft auch deine Schmerzen, dann ist Bewegung immer eine gute Idee. Denn wenn wir uns bewegen, dann lösen wir einen Prozess in unserem Körper aus, der sich Mechanotransduktion nennt. Und ja, das ist einfach ein nerdiger Fachbegriff für dein Gewebe fängt an, sich selbst zu heilen. Deswegen können Schmerzen, wenn du richtig mit ihnen umgehst, sogar einen Vorteil für dein Training bringen. Wenn wir in solchen Situationen ein bisschen Schmerz in Kauf nehmen, dann erzielen wir in der Regel kurzfristig bessere Ergebnisse, als wenn wir das eben nicht tun. Wenn wir Klienten im Coaching betreuen, die sagen, hey, ich habe beim Training ein bisschen Schmerzen und vor allen Dingen in der Reha nach Verletzungspausen, ist es eine gute Methode, so eine Art Skala zu verwenden, eine Schmerzskala. Und das ist eine ganz einfache Skala von 1 bis 10. 1 würde sagen, ja, ich merke da ein bisschen was, aber das ist keine große Sache, das schaffe ich schon. Ja, und 10 wäre dann logischerweise, verdammter Mist, an meiner Halsschlagader hängt gerade ein Panther dran und ich werde ihn nicht los. Und wenn wir diese Skala zugrunde legen, dann sollte sich dein Training, wenn du eben Schmerzen hast, im Bereich von 2 bis 3 bewegen, also am unteren Bereich dieser Skala. Wir können das Ganze auch in eine einfache Ampellogik übersetzen. Nehmen wir an, du gehst ins Training und du stellst fest, auf dieser Schmerzskala liegst du irgendwo zwischen 0 und 3. Dann ist das grünes Licht, go for it. Bei einer 4 bis 5 springt die Ampel von grün auf gelb um. Das heißt, Achtung, sei vorsichtig, ändere vielleicht die Amplitude bei der Bewegung einer Übung, dass du vielleicht zum Beispiel eine Kniebeuge nicht mit voller Amplitude durchführst, da also ein bisschen modifizierst. Du kannst an der Technik was verändern, also eine andere Kniebeuge-Variante trainieren oder eine andere Beinübung trainieren. Oder du tust etwas bei den Sätzen, bei den Wiederholungszahlen oder anderen Metriken, die eben dein Training beeinflussen. Ja, und bei einer 6 bis 10, also bei der oberen Hälfte der Skala, da springt die Ampel dann auf rot um. Das heißt, du hörst hier auf und kommst zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Dann wäre das Training durch den Schmerz absolut kontraproduktiv. So, und jetzt lass uns mal Nägel mit Köpfen machen. Was heißt das in der Praxis? Nehmen wir mal an, ich habe einen Klienten und der hat sich vor ein paar Monaten am Kreuzband verletzt und wurde operiert und war in ärztlicher Behandlung, wurde durch einen Physiotherapeuten betreut und beide, sowohl sein Arzt als auch sein Physio, haben ihm grünes Licht gegeben, haben ihm die Erlaubnis gegeben, jetzt wieder mit dem Krafttraining, mit einem intensiven Krafttraining zu beginnen. Und dann kommt er wieder zurück zu mir. Ja, jetzt erwarte ich in dem Moment nicht, dass er sich am ersten Tag großartig im Training fühlt und so richtig krass durchstarten kann. Dieser Mensch, dieser Klient, wird sich schon ein bisschen unwohl fühlen. Aber wenn du in so einer Situation bist, dann solltest du nicht davor zurückschrecken und versuchen, dieses Unwohlsein um jeden Preis zu vermeiden. Denk dran, ein bisschen Schmerz ist noch okay, wenn nicht sogar erwünscht. Es ist am Anfang unerlässlich, den Körper zu fordern. Und meine These ist, dass ein Großteil der Probleme und ja auch zeitlichen Verzögerungen im Rehabilitationsprozess daraufhin zurückzuführen ist, dass Menschen sich einfach unterfordern. Das heißt, sie machen so wenig, dass ihr Körper nie gezwungen ist, sich an etwas anzupassen. Und die Gefahr ist eben auch da, dass sie sich in die andere Richtung bewegen, dass sie immer noch weniger belastbar werden. Deine Sehnen, Muskeln und Knochen, die brauchen eine Belastung. Sie brauchen eine angemessene Belastung. Angemessen ist hier das wichtigste Wort. Ich wiederhole es nochmal, deine Sehnen, Muskeln und Knochen brauchen eine angemessene Belastung, damit sie heilen können, damit sie stärker werden können und damit du gestärkt aus einer Verletzung zurückkommen kannst. Wenn ich jetzt meinen Klienten aus dem Beispiel eben, also der mit der Kreuzband-OP, durch diesen Prozess führe,
dann kann es sein, dass ich ihn mit dem Kreuzheben anfangen lasse. Und solange sich die Schmerzen in einem Bereich von 0 bis 3 bewegen, ist alles in Ordnung. Springt diese Zahl aber hoch auf 4 oder 5, dann dürfen wir ein bisschen Acht geben. Das heißt nicht, dass wir die Übung ganz weglassen müssen. Stattdessen machen wir Anpassungen. Zum Beispiel ändern wir was an der Bewegungsamplitude. Was heißt das konkret beim Kreuzheben? Nun, dann würdest du die Langhantel mit Gewichtsscheiben etwas höher platzieren. Also nicht auf dem Boden ablegen, sondern zum Beispiel 10, 20 oder 30 Zentimeter höher. Du könntest, Punkt Nummer 2, das Tempo ändern. Im Zweifelsfall langsamer trainieren. Es ist wirklich erstaunlich, wie effektiv diese einfache Anpassung sein kann. Langsamer trainieren, dafür vielleicht mit dem Gewicht ein bisschen runtergehen. Punkt Nummer 3, die Technik anpassen. Beim Kreuzheben bedeutet das zum Beispiel, du veränderst deine Fußposition oder du veränderst den Stand, um zu sehen, ob du dich dann wohler fühlst. Und Möglichkeit Nummer 4, du kannst das Trainingsvolumen anpassen. Manchmal sind wir mit dem Trainingsvolumen am Anfang einfach zu übereifrig und dürfen uns langsamer steigern. Der Punkt ist der, wenn du auf der Schmerzskala zu irgendeinem Zeitpunkt über die 5 hinauskommst, also bei 6 oder höher liegst, dann weißt du, du bist zu weit gegangen und jetzt brichst du die Übung sofort ab und schaltest einen Gang runter. Du siehst, dieses System, wie du mit Schmerzen umgehen kannst, ist ziemlich simpel. Und auch das möchte ich nochmal sagen, das ist kein perfektes System. Es gibt hier ohne Zweifel einen subjektiven Aspekt. Aber ich hoffe, dass diese einfache Methode dir dabei hilft, dass du dich, wenn es mal ein paar Zipperlein gibt, nicht davon abschrecken lässt, an deinem Training dran zu bleiben und dich trotzdem mit Augenmaß zu belasten. Gerade das kann nämlich ein wichtiges Rädchen im Heilungsprozess sein. Ja, und wenn du das Ganze ein bisschen differenzierter noch betrachten möchtest, dann empfehle ich dir meine Podcast-Folge mit Dr. Ralf Kürschner. Ralf ist Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin, betreut viele Sportler, auch Leistungssportler, ist unter anderem Turnierarzt beim Hamburger Roten Baumturnier und bei Marathon Fitness im medizinischen Beirat. Zu Gast war er in Folge 367. Diese Folge findest du auch verlinkt in den Infos zur heutigen Folge. Und damit wünsche ich dir ein starkes Training diese Woche, idealerweise mit einem Wert möglichst nah an der Null auf der Schmerzskala. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.